Ich will euch ja nicht zu viel versprechen, aber in diesem Video lernt ihr alles, was ihr braucht, um egal welchen Text zu interpretieren. Den analytischen Dreischritt. Jau, mach mal ein Fenster auf, Kipp. Kurzgeschichten, Gedichte, ganze Romane. Ab so einem gewissen Punkt soll man im Deutschunterricht ja nur noch jeden Text interpretieren, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und obwohl man ja dauernd dasselbe tut, interpretieren, haben aus irgendwelchen Gründen nicht alle eine 1 in Deutsch. Gerade in der Oberstufe begegnen mir viel zu oft Schülerinnen und Schüler, die überhaupt keinen Plan haben, was sie da gerade tun und die auch nur so ein grobes Bauchgefühl dafür haben, was Analysieren überhaupt ist oder der Zweck der ganzen Veranstaltung. Deshalb dieses Video. Hier lernt ihr die grundsätzliche Methode, mit der ihr jede Deutschklausur knackt, den analytischen Dreischritt, das Master-Jutsu für jede Deutschklausur quasi. Bevor wir aber dazu kommen, was bedeutet überhaupt interpretieren? Wiktionary fasst es gut zusammen. Man schaut sich etwas an, eine Aussage, einen Text, ein Ölgemälde und dann erklärt man den Sinn davon, die Bedeutung dahinter. Inter heißt auf Latein dazwischen und diese Silbe pres oder pret hat immer was mit dem Unbekannten zu tun. Ich suche also den Sinn zwischen den Zeilen, das, was da nicht wörtlich steht. Es geht also nicht darum zu erraten, was ein Autor sagen wollte oder was er sich in seinem Kopf ausgedacht hat oder eine Liste von Stilmittelchen anzulegen. Nee, ich gucke mir die einzelnen Puzzlestückchen eines Textes genau an und baue die dann zu einem großen Bild zusammen, zur Bedeutung. Beispiel. Wenn mir jemand sagt, der Mensch ist ein Wolf, dann verstehe ich das rein inhaltlich. Menschen, Wölfe, irgendwie so dasselbe. Biologisch hochgradig fragwürdig, aber das habe ich inhaltlich verstanden. Aber was bedeutet der Satz? Ist der Mensch so gefährlich wie ein Wolf oder böse? Oder ist er ein Rudeltier, das seine Familie braucht? Oder ist er ein Einzelgänger, ein einsamer Wolf, der den Mond anheult? Oder ist er besonders haarig? Der Mensch ist ein Wolf, ist eine Metapher, die in verschiedenen Zusammenhängen ganz verschiedene Sachen bedeuten kann. Und da haben wir auch schon unseren analytischen Dreischritt. Die Mastertechnik für jede Deutschklausur. Die 3 Schritte gehören immer zu einer Interpretation und die gucken wir uns jetzt mal im Einzelnen an. Der Anfang ist easy. Ich muss erstmal beschreiben, was an dem Text überhaupt auffällig ist. Am besten mit korrekten Fachwörtern. Ist da eine Metapher? Ist da eine Personifikation? Kommen die Verben alle aus demselben Bereich? Das muss gar nicht kompliziert sein. Das Wort Verb kennt ihr wahrscheinlich seit der 3. Klasse. Das ist trotzdem ein Fachbegriff. Beschreibt erstmal möglichst genau, was die Auffälligkeit im Text ist. Und dafür muss man tatsächlich manchmal seine Stilmittelchen auswendig gelernt haben. Das ist die Stelle in der Klausur, da merkt man wirklich, wenn Schülerinnen und Schülern die Worte fehlen. Da Ach, sind Sätze. So Sätze und in dem ersten Satz, also im zweiten Sätze Satz, sind da. Folgendes. Ja, die sind irgendwie ähnlich, weil mäßig, da sind auch das Wort Parallelismus, ich kann das alles nicht mehr. Lernt eure Fachbegriffe, damit entwickelt ihr einen Blick für die Auffälligkeiten, die relevant sind und ihr kommt einfach viel schneller auf den Punkt. Und etwas niveauvoller als Wort und Satz darf es in der Oberstufe gerne sein. Wenn ihr die Auffälligkeit beschrieben habt, dann belegt ihr sie am Text. Damit zeigt ihr einerseits, wo genau im Text ihr gerade seid, andererseits zeigt ihr, dass ihr euch nicht einfach nur irgendwas ausgedacht habt. Wenn ich zum Beispiel behaupte, in dem Gedicht hier geht es um lila Nilpferde von der Venus, dann ist das sehr schön, dass ich so viel Fantasie habe, aber einen nachvollziehbaren Textbeleg werde ich im Text tatsächlich nicht finden. Falls euch das Zitieren schwerfällt, da gibt es auf dem Kanal hier ein ganzes Video zu. Das ist nicht so kompliziert, wenn man sich das einmal angeguckt hat. Wirklich nicht. Jetzt haben wir die Auffälligkeit beschrieben und belegt. Jetzt geht's ans Eingemachte, das Interpretieren. Wir erklären jetzt, wie unsere sprachliche Auffälligkeit den Sinn des Textes beeinflusst. Dafür gucken wir uns unsere Auffälligkeit an und den Kontext. Das heißt, alles, was drumherum steht.
Wir nehmen mal ein ganz billiges Beispiel. In tausenden von Texten wird die Sonne personifiziert. Die Sonne lacht. Viele Schülerinnen und Schüler schreiben dann einfach eine Standardinterpretation hin, ohne Personifikation. Jetzt wirkt der Text sehr lebendig. Das geht aber besser. Guckt euch mal diese beiden Texte an. Kaum ist sie aufgestanden und hat sich uns gezeigt, in purpurnen Gewanden sie auch schon höher steigt. Am hohen Himmelsbogen trägt sie ein goldenes Kleid, doch ist sie fortgezogen noch vor der Abendzeit. Dann zeiget sie sich wieder in Gold und Violett und legt sich zeitig nieder ins dunkelblaue Bett. In dem Gedicht hier ist die Sonne eine richtige Figur. Die steht morgens auf, die wechselt den Tag über ihre edlen Kleider und geht dann abends früh ins Bett. Ja, und klar, die Personifikationen lassen die Sonne jetzt lebendig wirken, aber da steckt so viel mehr drin. Die Sonne ist hier so eine richtige edle Dame mit hübschen bunten Kleidern. Man hat so eine richtige Lady vor Augen, die da über den Himmel tanzt. Und durch die Personifikation wird das alles auf die Sonne übertragen. Die ist auch hübsch und edel und bunt und so ein bisschen spielerisch. Das steht da alles nicht wörtlich, aber das ist der Eindruck, den man in dem Text von der Sonne bekommt. Die Interpretation. Thomas Mann beschreibt die Sonne ein bisschen anders. Die Besitzer und Mieter der Sommerhäuser und Pinetergärten oberhalb des Meeres sind am Strande keineswegs mehr ungestört. Es wimmelt von zeternden, zankendem, jauchzendem Badevolk, dem eine wie toll herabbrennende Sonne die Haut von den Nacken schält. What the fuck did I just watch? Psychosonne. Thomas Mann beschreibt in Mario und der Zauberer so einen richtigen Scheißurlaub in Italien. Es ist viel zu warm, die Leute sind anstrengend und sogar die Sonne versucht einem die Haut abzuziehen. Er hätte ja auch einfach schreiben können, die Leute hatten auch sehr schlimm Sonnenbrand. Aber das hat er nicht, weil das Ganze so einfach viel bedrohlicher und ungemütlicher wirkt. Zwei Texte, zwei Sonnen, beide wirken irgendwie lebendig, aber wenn man sich den Kontext anguckt, dann steckt da doch noch eine ganze Menge mehr drin. Wenn euch dieses Interpretieren schwerfällt, was ich verstehen kann, dann überlegt einfach mal, warum genau dieses Stilmittel gewählt wurde. Thomas Mann hätte ja auch eine Hyperbel benutzen können. Die Sonne brannte mit 1000 Grad auf die Urlauber nieder. Oder ein Vergleich. Die Sonnenstrahlen waren heiß wie glühende Lava. Hatte aber nicht. Denn dieses bedrohliche Bild von dieser Killersonne, ich will nicht, dass mir jemand die Haut abzieht und ich will auch am Strand keine rot gebrannten Leute sehen, genau das ist die Stimmung, die er in dem Text haben will. Der mit Abstand häufigste Fehler ist, dass beim analytischen Dreischritt ein Schritt fehlt. Entweder wird die Auffälligkeit nicht beschrieben oder benannt, oder es fehlen die Belege und man weiß gar nicht, wo man sich gerade im Text befindet. Der mit Abstand häufigste Fehler ist, dass der dritte Schritt fehlt, also die eigentliche Interpretation, um die es ja nun mal geht in der Klausur. Dann besteht die Klausur aus einer langen Einkaufsliste von Stilmittelchen, aber es fehlt jede Erklärung, was das Ganze jetzt zu sagen hat. Zählt's beim Schreiben nach, drei Schritte sind es für jede einzelne Auffälligkeit. Manchmal erklären Schülerinnen und Schüler auch, warum etwas ein Stilmittel ist. Das ist nicht der Sinn der Veranstaltung. Im Regelfall dürft ihr davon ausgehen, dass eure Lehrerinnen und Lehrer die Fachbegriffe kennen. Und nochmal, ihr braucht nicht versuchen zu erraten, was eine Autorin wollte oder was sie sich bei irgendwas gedacht hat. Das ist eh reine Spekulation, also zum Beispiel bei dem Gedicht. Die Autorin ist seit 170 Jahren tot, wir werden sie nicht mehr fragen können und in ihren Text kann sie ja alles Mögliche reinschreiben. Zusammenfassend. Benennt eine Auffälligkeit fachsprachlich, belegt sie am Text und dann erklärt die Bedeutung der Textstelle im Sinnzusammenhang. Wenn ihr dieses Video hilfreich, unterhaltsam oder aus irgendwelchen anderen Gründen gut fandet, dann lasst uns doch ein Like da oder abonniert diesen Kanal oder macht sogar die Glocke an. Alle betteln um Aufmerksamkeit, aber ihr unterstützt uns damit gewaltig. Schreibt auch gerne in die Kommentare, zu welchem Deutschthema wir unbedingt mal ein Video machen müssten. Und sonst hören wir uns im Podcast.